Hallo, willkommen zum zweiten Video zur kontinuierlichen Verzinsung. Im ersten Video haben wir allerhand Beispiele gerechnet und vielleicht hast du dich auch gefragt, worauf möchte ich hier hinaus? Ich verspreche dir, das wird dir nach diesem Video klar sein. Das grundsätzliche Beispiel war ja, ich borge dir einen Euro zu einem wahnsinnig überhöhten Zinssatz von 100% per annum und wir berechnen, was du mit zurückzahlen musst. Ja, grundsätzlich 2 Euro, aber wir haben dann festgestellt, dass wenn ich dir die Möglichkeit einräume, mir das öfter im Jahr zurückzuzahlen, zum Beispiel halbjährlich oder monatlich, dass dieser Betrag angewachsen ist. Und wir haben auch gesehen, warum. Und wir haben auch besprochen, warum. Nämlich aufgrund von Zinsen und Zinseszinsen vor allem, die hier zum Tragen kommen. Und wir haben uns dann auch überlegt, und das war das Ende im letzten Video, wie das bei einer täglichen Rückzahlungsmöglichkeit aussehen würde. Den Anfang haben wir schon gemacht. Wir haben nämlich diese 100% Zinsen per anno auf 365 Tage, die ein Jahr hat, aufgeteilt. Und der tägliche Zinssatz, der herauskommt, ist 0,274%. Vorsicht oder ein Hinweis, in manchen finanzmathematischen Beispielen habe ich auch schon gesehen, dass durch 360 dividiert wird, also dort wird, dort werden 360 Tage pro Jahr angenommen. Ich denke, hier musst du auf die Angabe achten. Ich rechne hier mit 365. Jedenfalls als Dezimalzahl sehen wir das Ganze hier angeschrieben. Und wir können jetzt auch gut ausrechnen, was du mir nach dem ersten Tag zurückzahlen müsstest, nämlich den geliehenen Euro, hier diesen Zinsbetrag, den wir uns gerade errechnet haben, also insgesamt 1,00274 Euro. Und so könnten wir weitermachen, zum Beispiel, wenn uns interessiert, was du mir nach 2 Tagen zurückzahlst, also wenn du vorhast, mit dem Kredit nach dem zweiten Tag zu tilgen, naja, dann würden wir das einfach so berechnen, wie wir das ohnehin schon in den vorherigen Videos besprochen haben. Hier können wir sozusagen noch vereinfachen bzw. zusammenfassen und das hier so anschreiben, diese 1,00274 zum Quadrat. Das wäre das Ganze für den zweiten Tag, aber das interessiert uns jetzt nicht, das werde ich jetzt nicht weiter berücksichtigen. Was uns interessiert ist, was passiert, wenn du die Kreditlaufzeit voll ausnützt, also für dieses die diesen Euro für den ganzen Jahr behältst und ja, mit welchen Zinsen du dann rechnen müsstest. Die Vorgehensweise ist dieselbe, wir nehmen diesen errechneten Ausdruck hoch 365, müssen das in Taschenrechner eingeben, um hier auf ein Ergebnis zu kommen. Also 1,00274 hoch 365 und wir sehen, wir kommen auf ein Ergebnis von 2,7148. Okay, also 2,7148. Das müsstest du mir zurückzahlen, wenn du dir einen Euro leihst, bei einem Zinssatz von 100% jährlich und täglicher Verzinsung und sozusagen Verzinseszinsung. Also wir sehen, der Betrag ist doch schon beträchtlich gewachsen im Vergleich zu den 2 Euro, die wir ursprünglich berechnet haben. Jetzt können wir uns das Ganze weiter überlegen, also so wie wir es bis jetzt gemacht haben, wenn du sagst, okay, das ist so teuer, der Kredit, du möchtest die echte Möglichkeit haben, mir das stündlich begleichen zu können. Wie sähe das dann aus? Naja, die Vorgehensweise ist dieselbe. Die 100% dividieren wir durch die Anzahl der Stunden im Jahr. Und hier brauche ich eine Zwischenrechnung, denn ein Jahr hat 365 Tage und ein Tag hat 24 Stunden. Das heißt, ich dividiere hier durch 8760. Die Zinsen pro Stunde betragen demnach 100% durch 8760, also 0,01142. 0,01142. Vorsicht, Prozent, wenn wir das Ganze als Dezimalzahl wollen, einfach 2 Nullen dazu nach dem Komma und das ergibt dann diese Zahl. Und wenn wir uns jetzt ausrechnen wollen, was du mir eben nach dieser einer Stunde zurückzahlen musst, dann eben den geliehenen Betrag, diesen sehr kleinen Betrag an Zinsen, den wir uns gerade errechnet haben, was insgesamt 1,00042 Euro ergibt. Und
Das ist vielleicht eine rechnerische Größe, aber jetzt real gesehen macht die wenig Sinn, weil hier hätten wir sozusagen den Wert des Cents, des Euro-Cents, und du siehst, der ist bei 0. Hier verändert sich etwas erst ab der vierten Nachkommastelle. Also rein mit Münzen zum Beispiel oder mit Bargeld könntest du sozusagen das gar nicht zurückzahlen nach einer Stunde. Also so eine kleine Münzeinheit gäbe es gar nicht. Interessant ist aber, wie sich das Ganze entwickelt, wenn du diesen Euro für ein Jahr behältst und wir aber stündlich verzinsen und verzinseszinsen. Also müssen wir das Ganze hier hoch 8.760 nehmen. Und hier brauche ich jedenfalls wieder den Rechner und gebe hier ein 1,000142 hoch 3, nein, nicht 365. 8.760, es ist ja die stündliche Verzinsung, und es kommt raus 2,7192. 2,7192. Und ich werde das jetzt nicht mehr weiter herunterbrechen auf Minuten oder Sekunden, das kannst du gerne machen. Was ich dir aber zeigen möchte, das sehen wir auch schon mit diesen zwei Ergebnissen. Denn obwohl ich hier bei der stündlichen Verzinsung und Verzinseszinsung 24 mal häufiger diesen geliehenen Euro Verzinser und Verzinseszins als bei der täglichen Verzinsung, kommt hier eigentlich fast dasselbe Ergebnis raus. Also gerundet auf zwei Nachkommastellen kommt bei der täglichen Betrachtungsweise 2,71 heraus und bei der stündlichen 2,72 Euro, die du mir hier zurückzahlen müsstest. Und das finde ich doch wahnsinnig interessant. Also obwohl die Verzinseszinsung so viel häufiger geworden ist während dem Jahr, nämlich 24 Mal mehr, hat sich der zurückzuzahlende Betrag kaum geändert. Und das werden wir uns jetzt im Detail ansehen. Das hat nämlich mit dieser Zahl E zu tun, auf die ich schon die ganze Zeit eigentlich hinausarbeite und was ich jetzt eigentlich in diesen letzten 1,5 Videos vorbereitet habe. Bevor wir uns jetzt die Zahl E noch anschauen, vielleicht eine kurze mathematische Verallgemeinerung und Aufbereitung. Also ich finde es immer sehr spannend, mir das auch sozusagen grafisch anzusehen, beziehungsweise hier rechts werde ich mir das sozusagen allgemein nochmal aufschreiben, wie das funktioniert. Wir müssen einfach das geliehene Kapital nehmen, in dem Fall den Euro, und mit diesem Zinsausdruck multiplizieren. Und der ist 1 plus den Zinssatz, in dem Fall 100%, durch n. Und n ist die Anzahl der Zinsperioden im Jahr. Und das Ganze müssen wir auch hoch n nehmen. Also das schaue ich hier vielleicht an. Also Anzahl der Zinsperioden, in dem Fall im Jahr, also so wie wir es jetzt gerechnet haben. Und wie wir auf diese kompakte Formel eigentlich kommen, das kannst du den vorherigen Videos ansehen. Da muss man nämlich noch aufbereiten und ausklammern. Aber insgesamt kommen wir dann sozusagen auf den Ausdruck. Und auch grafisch können wir uns das ansehen, wenn hier die horizontale Achse n darstellt, also die Zinsperioden pro Jahr, und die vertikale Achse den Euro. Und ich mir hier noch einige Hilfswerte sozusagen einzeichne: 1 Euro, 2 Euro. Und hier wären wir bei 3 Euro, beziehungsweise hier auf der horizontalen Achse eine einmalige Verzinsung während dem Jahr. Hier die halbjährliche Verzinsung, wo wir zweimal im Jahr verzinsen und Verzinseszinsen. Die monatliche Betrachtung, also 12 Mal im Jahr. Die tägliche, wo wir 365 Mal im Jahr verzinsen und Verzinseszinsen. Und letztlich die Stunden, die wir uns auch noch angesehen haben, wo wir das Ganze 8.760 Mal machen. Und eins ist sozusagen klar, also der Kreditbetrag, den du mir zurückzahlen musst, also den Betrag, den du mir zurückzahlen musst, setzt sich aus zwei Komponenten zusammen, aus dem geliehenen Geld, und das war immer dieser eine Euro, das ist sozusagen immer gleich. So, hier bei 1 Euro. Wo sich das Ganze unterscheidet, war bei der Zinskomponente. Bei einer einmaligen Verzinsung ist das Ganze auf 2 Euro insgesamt angewachsen. Also das war das Geld, das du mir zurückzahlen musstest. Bei einer halbjährlichen Verzinsung war das Ganze bereits bei 2,25. Also hier habe ich noch die Werte im Kopf.
Und bei einer monatlichen Verzinsung ist es dann 2,66 Euro geworden, die du mir zurückzahlen musstest. Und das macht ja auch Sinn und ist ja nachvollziehbar. Je öfter wir verzinsen und Verzinseszinsen, desto häufiger oder desto mehr Zinsen können sozusagen anfallen. So wäre eine ja, logische Überlegung. Daher ist es nur völlig nachvollziehbar, wenn das sozusagen hier anwächst. Was interessant war, ist, dass bei der täglichen Verzinsung hier das nur mehr geringfügig angewachsen ist, nämlich auf 2,71 haben wir gesagt, auf zwei Nachkommastellen gerundet. Und bei einer stündlichen Verzinsung, also obwohl wir so oft mehr hier verzinst und Verzinseszins haben, ja, hat sich das kaum ausgewirkt auf den Betrag, den du mir zurückzahlen musstest, nämlich der war dann bei 2,72 und damit hier kaum Unterschied. Und das ist wahnsinnig interessant, dass wir sozusagen hier eine grafische Annäherung dessen, was wir hier in den letzten Videos gemacht haben. Und wie wir uns die Zahl E hier in Bezug auf Zinseszinsen vorstellen können. Die Zahl E ist eine sehr interessante. Die Zahl E ist die Euische Zahl und ist ähnlich wie die Kreiszahl Pi irrational und transzendent. Und du kannst dir gerne ansehen, was das alles bedeutet. Also da gibt es sehr gute Beiträge. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass diese Zahl E nicht als Bruch oder als Gleichung hier angeschrieben werden kann. Wir können uns diese Zahl E nur nähern. Und das ist das, was wir jetzt in diesen letzten Videos gemacht haben. Wenn wir uns das mathematisch anschreiben wollen, müssten wir hier mit so einer Limes-Funktion arbeiten. Also das ist genau das, was ich jetzt gesagt habe. Wir nähern uns einer Zahl an, nämlich in dem Fall n gegen unendlich. Also wir versuchen, das n so hoch als möglich zu machen. Und setzen das dann sozusagen in diesen Zinsausdruck hier hinten ein. Das Kapital ist hier irrelevant, denn wir betrachten ja die kontinuierliche Verzinsung. Das heißt, wir betrachten diesen Ausdruck hier hinten, diese 1 plus 1,00, also die 100% als Dezimalzahl ausgedrückt, durch n hoch n. Und dieses n gegen unendlich bedeutet jetzt, je höher dieses n wird, das du hier einsetzen kannst, und hier einsetzen kannst, desto näher kommst du der Zahl E, die ja irgendwo bei 2,71 liegt. Also das haben wir festgestellt und natürlich noch einige Nachkommastellen mehr. Und das wäre interessant und das kannst du gerne machen. Nimm mal eine wahnsinnig hohe Zahl für n und setz es hier in diesen Ausdruck hier ein und du wirst feststellen, dass sich hier an der Zahl kaum etwas ändert. Also die 2,71 werden wohl immer gleich sein und erst ab der vierten, fünften oder zehnten Nachkommastelle wird sich eine geringfügige Differenz ergeben. Und das ist ja auch die Überlegung der kontinuierlichen Verzinsung. Also das sagt ja auch schon der Name sozusagen. Bei der kontinuierlichen Verzinsung verzinsen wir eigentlich mit jedem Augenblick. Und interessant ist ja, dass dieser zurückzuzahlende Kreditbetrag nicht ins Unermessliche steigt, sondern sich einpendelt. Und zwar eben bei dieser Euschen Zahl, bei dieser Zahl E. Und wie wir das Ganze dann weiter verwenden können, das sehen wir dann in den nächsten Videos, wo wir das Ganze dann auch noch in weiteren Beispielen uns ansehen. Du kannst sie jedenfalls einmal hier die Zahl E nochmal genauer nachlesen, beziehungsweise hier für n sehr hohe Zahlen einsetzen. Es ist sehr interessant zu beobachten, wie sich diese Zahl hier entwickelt und wir sehen uns dann in den nächsten Videos.